Hey Leute, Coach Steph hier. Wir sind heute wieder hier mit Coach Eddie zum zweiten Video der 5 for 5 Challenge. Yes. 5 Tage, 5 Workouts mit 5 Übungen und 5 Regeln zur Ernährung. Aber wenn ihr die anderen Videos gesehen habt, wisst ihr, von was wir sprechen. Let's go! Gestern hatten wir einen legendären Push-Day und heute geht es weiter mit einem Pull-Day. Das heißt, alles, was wir ziehen müssen, ein bisschen was für den Bizeps, für eine Rückenmuskulatur, einfach um da ein bisschen Spannung zu bringen. Let's go. Genau, das heißt, wir haben Klimmzüge, Australian Pull-Ups, Reverse Flies. Also die Übungen heute könnt ihr auch alle daheim machen, auch mit dem eigenen Körpergewicht. Und falls ihr irgendwas davon nicht daheim habt oder könnt, gibt es Alternativen. Wir machen, wie gestern auch, von jeder Übung so viele Wiederholungen, wie wir können. Und es ist egal, ob es 5 oder 50 sind, jeder geht an sein persönliches Limit. Und bitte vor jedem Workout, egal welche Muskelgruppe ihr trainiert, aufwärmen, Jumping Jacks, ihr könnt Skippings machen, Schattenboxen, Hüfte kreisen, Arme kreisen, sodass ihr euch halt nicht verletzt und so ein bisschen angeschwitzt seid, so wie Eddie jetzt hier. Gut eingeölt. Aber genug geredet, wir fangen gleich an. Die erste Übung sind Klimmzüge. Es wäre kein Bodyweight-Workout, wenn wir keine Klimmzüge machen könnten. Obergriff, sind ja keine kleinen Kinder, und ziehen uns hoch komplett und wieder runter komplett. Wichtig dabei, die Schultern anspannen, macht keine Schwungwiederholungen, keine halben Wiederholungen, kontrolliert so viele eben drin sind. Und angenommen, ihr könnt keine Klimmzüge, weil ihr daheim keine Stange habt, keinen Treppenaufgang, keinen Balken, dann macht ihr Australian Pull-Ups. Hier extra eine goldene Hantel für Eddie besorgt. Cool. Körperspannung halten und zur unteren Brust ziehen. Und die Australian Pull-Ups könnt ihr daheim an einem Geländer machen, an der Theke, an einem Tisch. Einfach Beine drunter und hochziehen. Auch hier wieder so viele wie gehen. Und es ist egal, ob ihr jetzt 3 Klimmzüge könnt. Ihr müsst sie machen, weil wie sollen es dann 10 werden, wenn ihr nie irgendwo anfangt. Von daher so viele Reps wie gehen. Eddie macht die extra hier, damit ihr daheim seht, wie das Ganze aussieht und weil er auch keine richtigen Klimmzüge kann. Und ich mache hier die richtigen. Also, so viele Reps wie drin sind. 3, 2, 1, let's go. Nummer 2 ist eine wirklich sehr, sehr schöne Rückenübung. Ich nenne sie gerne Latzug auf dem Boden, weil es einfach gefordert ist, einfach mit ein bisschen Kraft zu arbeiten. Ja? Dafür legt sich das Steps ein bisschen auf den Boden. So ein bisschen. Sieht dann so aus, dass er seine Arme erstmal auf 90 Grad bringt. Die Daumen zeigen nach oben. Jetzt hebt er den Oberkörper an, streckt die Arme nach vorne, also beim Strecken auch wirklich drücken. Jetzt Kraft wohl wieder zurückziehen und wieder auf den Boden komplett legen. Ja? Jetzt wieder hoch, Kraft von nach vorne drücken, als ob ihr den Bankdrück pushen wollt. Wieder runter und wieder drücken. Wichtig ist bei dieser Übung, dass man nicht einfach die Arme irgendwie springen lässt, sondern wirklich diesen Push-Moment mitnimmt, den Zug-Moment mitnimmt und dann wieder komplett runter. Okay? Wir machen jetzt mal ein paar Wiederholungen davon. Also so viele wie gehen, Alter. Auf geht's. 3, 2, 1, auf geht's. Die dritte Übung ist dann was für die Rhomboideen, für die Schulterblattmuskulatur. Und zwar gehen wir in den Unterarmstütz, einfach Plank halten, wie ihr es gewohnt seid. Und jetzt lasst ihr euch nur mit den Schulterblättern einsinken und hoch. Richtig runter und Push raus. Hier wird gearbeitet. Und wichtig dabei ist, dass der Hintern oben bleibt. Also wir wollen nicht, dass die Hüfte sich mitbewegt. Wir sind nicht im Bett, sondern wir sind im Training. Ja, genau. Und immer Bauch anspannen, schön die Spannung halten, damit auch jeder hier arbeiten kann. Und so viele wie gehen. Auf geht's. Egal, ob ihr es 30 Sekunden lang macht oder 30 Minuten lang. Plank. 3, 2, 1. Let's go. Bei Übung Nummer 4, schauen wir uns ein bisschen das Langhantelruder an. Wir haben allerdings ein Langhantelruder, aber wir haben Handtücher da zu Hause und die nehmen wir uns einfach mal. Wir rollen das Ganze auf, am besten im Untergriff bitte einmal. Ja? Oi, oi, oi. Genau, auf jeden Fall. Und jetzt ist ganz wichtig, wir ziehen wirklich das Handtuch auseinander, bauen hier schon eine Grundspannung auf und von jetzt ziehen wir zum Bauchnabel. Genau, spannen hinten, den Rücken nochmal schön an und lassen wieder absinken. Ganz wichtig dabei, wir wollen das Handtuch in Richtung Bauchnabel führen, nach vorne gehen lassen und immer wieder ziehen. Wichtig dabei ist, dass wir den Rücken mitarbeiten lassen
Dann sind wir das drauf. Die Spannung hier immer schön außen halten, so sehr, dass ich das wirklich, ja hier, ja, mhm, ja. Das heißt, wenn ihr Partner zu Hause habt und trainiert, könnt ihr gegenarbeiten und ziehen. Ja? Alles klar, davon machen wir. Sieht erstmal leicht aus, aber mach jetzt mal ein paar. Also 3, 2, du bist bereit, Eddie? Bist dein Handtuch auch gut? Wollen wir doch. Okay. Jeder hat zwei, Spannung aufbauen und ziehen. Die letzte und fünfte Übung ist nochmal was für den Bizeps. Und jeder, der mit dem eigenen Körpergewicht trainiert, weiß, es ist schwierig, seine Arme mit dem eigenen Körpergewicht zu trainieren, wenn ihr keine Hanteln oder Klimmzugstangen habt. Von daher habe ich euch heute eine Liegestütz-Variante, wo ihr den Bizeps drin habt. Und zwar legt ihr euch einmal flach auf den Boden, die Hände komplett umgedreht an der Hüfte und jetzt drückt ihr euch quasi mit der Ellenbeuge vor hoch. Langsam runter. Ja, wir arbeiten hier viel mit der Negativen. Und ihr drückt euch nicht mit der Schulter hoch, sondern die Ellenbogen nach vorne. Hier durch. Hier arbeitet der Bizeps. Und versucht auch beim Hochdrücken die Ellenbogen so ein bisschen einzudrehen und langsam runter. Natürlich habt ihr auch den Trizeps drin und die Brust und die Schulter. Es ist nicht isoliert. Aber nach 10 Reps ungefähr merkt ihr, oh shit, ja Mann, da arbeitet mein Bizeps drin. Habe ich gar nicht gewusst, dass es sowas gibt. Also, genug geredet. Runtergehen. Arme hier so. Ungefähr auf Hüfthöhe und dann den Oberkörper vor, Beine schön locker, 3, 2, 1, so viele wie gehen, los geht's. Das war jetzt, wie gesagt, eine Runde mit 5 Übungen. Und davon macht ihr bitte 5 Stück. Also 1, 2, 3, 4, 5, Pause. 1, 2, 3, 4, 5, Pause. Zwischen den Übungen braucht ihr gar keine Pause machen. Ihr könnt gleich weiter kurz lockern, wie so ein großer Supersatz, eine Runde. Und wenn ihr die 5 Dinge habt, seid ihr fertig für heute. Und morgen geht es bei Coach Eddie auf dem Kanal weiter. Da sind dann Beine dran. Leg Day. Schauen wir mal, ob seine Leggings auch was kann oder ob er die nur anhat, weil es irgendwie bequem ist. Also, mein Kanal abonnieren, sein Kanal abonnieren, je nachdem, wo ihr gerade seid. Und vergesst nicht die Ernährung. 5 Regeln. Genau, 5 Regeln dazu rausgehauen. Schaut euch das Video nochmal an, falls ihr es nicht gesehen habt. Und vor allem zieht einfach die 5 Tage durch. 5 für 5. Also, Coach Eddie, Coach Steph, wir sehen uns bis dann. Peace.